Hallihallo, heute gibt es mal wieder ein Video von mir und zwar wieder ein Tipp, wie ihr zum Beispiel euer Nagarium heller erleuchten könnt. Jetzt durch die Kamera ist es natürlich etwas heller, aber wenn man jetzt mal so gucken würde, wo ist denn mein Hamster, würde ich ihn nicht sehen können unbedingt. Und von daher empfehle ich euch, eine LED, ein LED-Band einzubauen. Ich habe das von TP-Link, weil ich das dann auch über die App steuern kann. Ich schalte das mal ein, ich zeige euch das mal kurz. Und zwar wählt ihr dann die Farbe Rot, weil Rot wird von dem Hamster nicht wahrgenommen. Und schon könnt ihr genau sehen, was euer Hamster so macht. Also meine ist jetzt gerade in ihr Häuschen gegangen, weil ja, zu viel Gewusel, das mag sie wohl nicht. Da ich beruflich auch viel unterwegs bin, und ich natürlich sehen möchte, ob alles zu Hause in Ordnung ist, habe ich noch eine Kamera eingebaut. Und zwar auch die von TP. Nee, das heißt Tapo, ist aber auch von TP-Link. Und zwar, huch, Schleuder. Und zwar ist das die Tapo C210. Das ist dann eine HD-Kamera. Und die habe ich hier auch bei dem Käfig drin. Das kann man jetzt sehen, wenn ich meine Hocke gehe. Die hängt hier oben und die ist 360 Grad Winkel. Das heißt, ich kann die drehen nach oben, nach unten und auch seitlich. Und die habe ich einfach befestigt mit einem Kreppband. Oder nein, Klettband. Das zeige ich euch kurz. Da kann man das sehen. Ne, einfach befestigt, weil das ist so ein Powerband. Da stelle ich euch auch noch mal den Link rein. Mache ich mal wieder zu. Ja, und dann zeige ich euch gleich noch mal, wie das Ganze dann aussieht, wenn meine Maus in Action ist. Im Moment mag sie nicht rauskommen, aber ich spiele euch noch mal ein, eventuell von der Kamera. Die Kamera kann auch per WLAN dann über die App gesteuert werden, genau wie das LED-Band, so dass ihr von außerhalb auch Zugriff habt und gucken könnt, ob alles in Ordnung ist. So, hier zeige ich euch nochmal die App von der Kamera. Die Kamera habe ich jetzt unter Lilly Wohnzimmer abgespeichert. Da gehe ich dann mal drauf. Dann öffnet sich die Kamera, die jetzt gerade auf ihr Fressnapf und diesem, ja, Knapperrohr gerichtet ist. Und dann könnte ich dann eben gucken, was sie dort tut. Sie ist im Moment aber leider nicht draußen. Dann habt ihr, ihr könntet jetzt reinsprechen, das würde natürlich den Hamster voll erschrecken oder einen Sprachanruf machen. Das geht natürlich nicht. Ihr könnt aber auch Privatsphäre machen, das heißt, damit würdet ihr die Kamera ausschalten, sofern ihr verhindern möchtet, dass da irgendjemand Zugriff drauf hat. Natürlich könnt ihr auch Alarm aus- und einschalten, das brauche ich natürlich bei den Hamstern nicht. Wichtig ist hier schwenken und neigen. Wenn das anklickt, öffnet sich dieses Fenster und dann könnte ich die Kamera zum Beispiel nach links schwenken. Wenn ich es gedrückt halte, würde sie sich einmal drehen. Weiter geht es da leider nicht. Dann kann ich auch noch ein bisschen weiter nach unten. So, und dann könnte ich auch noch mal in die andere Richtung schwenken und halt gucken, wo sich mein Hamster dann aufhält. Gehe ich mal Richtung Hauseingang. Da ist sie leider auch nicht zu sehen. Im Moment mag sie halt nicht rauskommen, aber so kann man dann noch mal schauen, ob alles in Ordnung ist. So, dann kann ich hier noch mal gucken. Da ist sie auch nicht. So, dann gehe ich jetzt wieder zurück zum Futternapf. Dafür halte ich den Knopf einfach gedrückt. Dann dreht sich das Ganze einmal komplett nach links und dann bin ich wieder beim Futternapf. Dort hält sie sich halt am meisten auf. So, die Kamera baue ich auch nur, sagen wir mal, ich hänge sie nur ein, wenn ich nicht über Nacht zu Hause bin, so dass ich abends aus dem Hotel noch mal schauen kann, ob alles in Ordnung ist. Sollte sie irgendwo festhängen, man weiß es ja nicht, kann ich immer noch einen Nachbarn informieren, der mein Hamster dann rettet. Ja, und die Kamera hat auch ein Nachtsichtgerät, also so wenn das Licht komplett aus ist,
Dann kann man das auch sehen. Das zeige ich euch jetzt nochmal. Ich schalte dafür mal das Rotlicht kurz aus. So, ich habe das Rotlicht jetzt ausgeschaltet und jetzt springt die Nachtsicht ein. So sieht das Ganze dann im Dunkeln aus. Und auch jetzt werde ich die Kamera mal drehen. Hier rechts ist übrigens das Laufrad. So, und jetzt drehe ich die Kamera einmal zum Fressnapf. So, ein bisschen hoch. Ja, und das ist auch eine klare Sicht, die man da hat. Ja, und das könnt ihr, wie gesagt, alles dann mit der Kamera steuern. Ach, befestigt hatte ich das mit extra Strong von Tesa. Das kann ich euch nur empfehlen. Wie gesagt, den Link setze ich dann mal rein. So, jetzt kann man mal die Kamera sehen. Wenn es dunkel ist, mein Hamster ist auf der linken Seite da in diesem Rohr drin. Und bei der Kamera kann man auch wie beim Handy das Bild vergrößern. Sie hört natürlich die Kamera. Und hier kann ich es auch noch mal größer ziehen. Also die Sicht ist ganz gut bei der Kamera und ihr wisst, was euer Nager da so treibt. Also sie knabbert da gemütlich rum. Ja, das ist dann die Nachtsicht. Wie gesagt, die Kamera kann ich euch wirklich empfehlen, da man damit auch zoomen kann. Ja, nochmal ein bisschen bewegen. Ein bisschen rauf. Also sie reagiert nicht auf die Kamera. Und nochmal bisschen Zoom. Ja, das wollte ich euch mal zeigen, was ihr so machen könnt, wenn ihr unterwegs seid und dann eben gucken möchtet, was euer Haustier so treibt. Die Kamera kann ich euch auch auf alle Fälle empfehlen. Den Link setze ich euch auch unten rein. Ja, und das war's wieder für heute. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Einen Daumen hoch oder auch runter, wie ihr möchtet. Und ich werde dann vielleicht mal demnächst wieder ein Video machen. Ich wünsche euch was. Ciao.